er akzeptiert. Ja? Das sind seine Methoden. Wenn du dahin gehst und dein Bittgebete äußerst und stirbst, du kommst nie aus der Hölle raus. Ja? Oder wenn du für einen Scheich, der gestorben ist, schlachtest und stirbst dabei, du kommst nie aus der Hölle raus, ob du Muslim oder nicht Muslim bist. Das ist die Sünde, die Allah nicht vergibt. Jetzt kommen wir zu der Geschichte von Hud a.s. Sein Volk waren Götzendiener. Sie haben Statuen angebetet. Sie haben Asnam angebetet. Und zu den Art, also sinngemäß, entsandten wir ihren Bruder Hud. Er sagte: O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? So, das ist der Satz von allen Propheten. Alle Propheten haben diesen Satz wiederholt. Jetzt kommt die Antwort. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة. Das ist die Sura 7, Vers 66. Die Ungläubigen, Vornehmen seines Volkes, sagten, das ist auch die Antwort von allen Götzendienern: Wahrlich, wir sehen dich, Hud, in Torheit. Du bist verrückt. Und wahrlich, wir erachten dich für einen Lügner. Du bist verrückt und du bist ein Lügner. Das war immer die Antwort von allen Völkern. Das war immer die Antwort von allen Völkern auf die Einladung deren Propheten. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Das ist jetzt seine Antwort. Sie haben ihm gesagt, du bist verrückt und du bist ein Lügner. Er sagte: O mein Volk, es ist keine Torheit in mir, sondern ich bin ein Gesandter vom Herrn der Welten. Ich bin Allahs Gesandter. Ich bin kein Verrückter. Ich bin kein Lügner. Ich bin Allahs Gesandter. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Jetzt kommt eine sehr wichtige Angelegenheit, wie wir mit den Menschen Dawa machen sollten und müssten. Ich überbringe euch die Botschaften meines Herrn und ich bin euch ein aufrichtiger und getreuer Ratgeber. Wenn wir die Menschen zum Islam aufrufen, die müssen in unseren Augen die Wahrheit sehen. Wir müssen wahrhaftig sein. Wir müssen wahrhaftig sein, um die Menschen zu zeigen, wir machen uns Sorgen um euch. Ja? Deshalb laden wir euch zur Wahrheit ein. Und die Leute müssen spüren, dass du die Wahrheit sagst. Ich überbringe euch die Botschaften meines Herrn, und ich bin euch ein aufrichtiger und getreuter Ratgeber. Das ist die Antwort von Hud a.s. auf die Unverschämtheit seines Volkes. Qalu, jetzt antworten sie. Qalu, aji'tana li na'bud Allah wahda.